Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und in diesem Video zeige ich euch, wie einfach es ist, Android-Apps auf der Pico Neo 3 Link zu installieren. Ja, wie macht ihr das? Ganz einfach, ihr öffnet den Pico-Browser und dann geht ihr zu einer Webseite, wo es diese APKs zum Downloaden gibt, zum Beispiel apkmirror.com. Ihr könntet das Ganze auch anders machen, indem ihr APKs von eurem Computer rübersendet auf die Pico Neo 3 Link. Aber hier zeige ich euch mal, wie ihr das einfach ohne Computer machen könnt, einfach mit dem Browser. So, das ist APK Mirror und ja, auf der Webseite könnt ihr suchen, zum Beispiel nach Discord oder nach Chrome oder nach anderen APKs. Hier zeige ich euch jetzt mal, wie einfach das mit Discord ist und wie einfach das mit Chrome ist. Und hier klickt man drauf und dann kann man sich die Discord-Version runterladen. Und das mache ich jetzt mal. Ich zeige euch, wo ihr draufklicken müsst. Da, genau, Download APK. Dann, genau, müsst ihr hier noch einmal Continue drücken. Dann müsst ihr hier die Permission geben. Und dann klickt ihr hier auf Download. Und dann wird das APK-File auf eure Pico Neo 3 Link geladen. So einfach ist das. Und genau so macht ihr es zum Beispiel auch mit Chrome. Das ist die Version, die richtig ist. Und dann wird es auf eure Pico Neo 3 Link geladen. Und dann seht ihr unter Apps noch nichts. Dann geht ihr erstmal zum File-System, zu Directory. Und da sucht ihr dann erstmal den Download-Folder und der ist dann hier, klickt ihr drauf und da seht ihr dann eure APKs, die ihr runtergeladen habt. Ich hätte mir noch ein paar andere runtergeladen, aber jetzt zeige ich euch hier erstmal Discord und Chrome. Ihr klickt dann drauf und ja, es installiert ganz normal so wie auf einem Android-Handy oder Tablet, denn die Pico Neo 3 Link, genau wie die Quest, ist einfach nur ein Android-Device und dann habt ihr hier Discord unter euren Apps. Und ja, dann könnt ihr euch ganz normal einloggen. Funktioniert alles wunderbar. Ich zeige euch das mal hier nicht, wie ich hier einlogge, sondern ich zeige euch einfach, wie ich hier im Discord drin bin. Und ja, die App funktioniert ganz genau so gut wie auf eurem Android-Handy. Es ist faszinierend. Es ist so gut. Und ja, da könnt ihr dann einfach mit euren Kollegen chatten oder noch besser euch mit ihnen unterhalten über Voice. Und das habe ich mal spaßeshalber gemacht auch. Ich bin hier mal auf dem MRTV Discord-Server, den ich euch sehr empfehlen kann übrigens, ja, in so einen Voice-Kanal gegangen, dann Join Voice. Und klar, dann muss man wieder hier die Permission geben und dann ist man drin und könnte sich ganz normal mit Leuten unterhalten. Und das seht ihr auch hier an diesem grünen Rand. Das hat wirklich funktioniert. Und ich habe auch mich mit einem Kollegen, mit dem Marc, unterhalten und hat wunderbar funktioniert. Was auch cool ist übrigens, ihr könnt auch euch unterhalten, wenn ihr schon im Spiel seid. Das geht trotzdem. Also wirklich cool. Hammer. Ja, dann hier mal Chrome geöffnet und bin ich mal auf mrtv.co gegangen. Einfach nur, um zu testen, ob das funktioniert hier. Und der Browser funktioniert ganz normal. Ne? Mit allem, mit Scrollen, mit Klicken, wirklich gut. Und Dinge, die im Pico-Browser vielleicht nicht sofort funktionieren, ja, vielleicht geht ja irgendwas nicht, keine Ahnung. Hier wird es funktionieren, ganz genau so gut, wie es auf eurem Handy zum Beispiel funktioniert. Und hier gibt es den Back-Button, hier kann man rausgehen, hier kann man noch ja, den Hintergrund verändern, was cool ist. Man kann auch den Hintergrund komplett ausstellen, wenn man einfach nur einen schwarzen Hintergrund haben möchte. Das ist super cool. Und was man auch machen kann, man kann zum Beispiel den ganzen Bildschirm näher bringen. Es geht mit dem linken Controller hier. Und dann kann man einfach das Ganze weiter wegschieben oder näher ranbringen. Es ist wirklich cool, funktioniert vom Allerfeinsten und macht schon echt Spaß. Was ich da mal ausprobieren wollte, ist Stadia, ja, ganz genau, Cloud Gaming. Und das funktionierte auch hervorragend. Ich habe meinen Controller verbunden. Ja, der Controller wird ja übers Web verbunden mit Google und nicht mit dem Gerät, mit dem Endgerät. Es hat wunderbar funktioniert. Ne?
Ja. Und dann habe ich mal eine Runde Bomberman gespielt, was es umsonst gibt bei Stadia. Das Spiel habe ich übrigens früher sehr, sehr gerne gespielt. Wirklich, mit meinen Kollegen auf Kindergeburtstagen. Ja, es war vom Allerfeinsten. Ja, genau. Und jetzt spiele ich es hier auf dem virtuellen, riesengroßen Screen vor mir. Und es sieht wirklich gut aus und funktioniert auch total gut. Von der Latenz her kein Problem. Genau so, als ob ihr halt Stadia bei euch auf dem Fernseher spielt oder im Browser. Geht alles ohne Probleme und ist eine super coole Art und Weise, jetzt hier Cloud Gaming zu machen. Und andere Sachen gehen auch. Ja, ihr könnt auch Xbox in der Cloud spielen. Ja, ihr müsst einfach nur dann die Apps runterladen oder eure PS5 übers Netzwerk spielen. All das geht. Und all das auf einem riesengroßen virtuellen Screen mit guter Auflösung. Es ist echt vom Allerfeinsten. Also es ist wirklich schön zu sehen, was die Pico Neo 3 Link alles kann. Ne? Für den Preis, 450 Euro, alles schon dabei. Und ja, man muss hier nichts routen oder so. Ihr habt es gesehen. Ihr könnt einfach nur den Browser aufmachen. Ihr holt euch die APKs und fertig. Und es wurden schon viele Dinge ausprobiert von der Community. Android-Spiele, Call of Duty und so, ne, die mobilen Sachen, geht alles. Und man kann auch seinen normalen PS4-Controller dann zum Beispiel anschließen. Und es funktioniert einfach alles so, wie man sich es vorstellt. Geht alles, alles? Nein, es gibt auch ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Da muss man vielleicht eine ältere Version mal ausprobieren oder so. Aber die Community ist da auf eurer Seite und ja, wird euch gute Tipps geben. Und wenn ihr gute Tipps habt, was funktioniert und was ihr schon ausprobiert habt, bitte schreibt es doch jetzt mal unten in den Kommentarbereich dieses Videos und gebt uns noch ein paar Tipps, welche Apps wir doch auf jeden Fall mal runterladen sollten und was hier auf diesem großen virtuellen Bildschirm richtig cool funktioniert. Also ich fand persönlich Discord so faszinierend, weil man einfach trotzdem dann ein Spiel starten kann und es ist im Hintergrund noch. Und du kannst trotzdem mit den Kollegen dich so unterhalten. Also wirklich cool. Ich bin echt begeistert. Es gibt immer mehr coole Sachen, die man hier mit der Pico Neo 3 Link machen kann. Und für den Preis ist das echt wow. Super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an den Kommentar unter dem Video, was man noch alles Schönes installieren könnte. Android-App-mäßig. Oder auch allgemein, sagt mir, was haltet ihr von dem Feature hier? Ja, ansonsten Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr diesen Kanal hier tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das, wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video oder auf dem Discord-Server, der wirklich gut ist, wiederzusehen. Bis denn, macht's gut, ciao.